Hi, mein Name ist Lara, ich bin 17 Jahre alt und mache dieses Jahr Abitur. Mit meinen Lernmethoden bin ich ziemlich gut durch die Semester der Oberstufe durchgekommen, hatte in jedem Semester bisher einen Schnitt von unter 1,1 und möchte euch dieses Jahr auf jeden Fall mitnehmen. Ich hatte zum Beispiel auch in meinem Vorabi in 3 von 4 Klausuren 15 Punkte und bin deswegen eigentlich ganz optimistisch, dass mein Abitur, dass ich zumindest bestehen will. Und blicke deswegen auch ganz optimistisch auf meinen Lernprozess für das Abitur und würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Das ist alles komplett kostenlos, du musst hier nichts kaufen, das Abo ist auch komplett kostenfrei. Klick einfach auf den Abonnier-Button und du bist sofort dabei. Als allererstes zeige ich heute, wie ich meinen Lernplan erstellt habe. Mittlerweile haben wir Februar und ich bin nicht so ein großer Fan von Leuten, die sagen, ey, fangt 6 Monate vorher an, fangt an zu lernen, lernt jeden Tag. Wir gehen das ruhig und langsam an. Ja, im Titel steht es schon und zwar, wie wissen wir eigentlich ganz genau, was im Abitur rankommt. Ich bin schockiert, wie viele Menschen das nicht wissen, aber tatsächlich könnt ihr ja wirklich herausfinden, was im euren Abitur rankommt. Und zwar sucht ihr einfach mal im Internet nach eurem Rahmenlehrplan bzw. nach euren Abituranforderungen des jeweiligen Bundeslands. Falls ihr zum Beispiel in Hessen wohnt, gebt ihr einfach einen Rahmenlehrplan Abitur 2023 Hessen. Und dann kommt ihr auf den Bildungsserver des jeweiligen Bundeslandes und könnt ganz genau für jedes Fach angucken, was im Abitur rankommen wird. Es gibt auch noch Unterschiede zwischen Leistungskurs und Grundkurs. Ich habe mir für jedes Abiturfach, was ich gewählt habe, einfach die ganzen Themen runtergeladen, sodass ich ganz genau vorbereitet bin. Meine Leistungskurse sind Politik und Englisch, dann habe ich noch schriftlich Mathe und mein mündliches Abiturfach ist Spanisch. Für Englisch und Politik konnte ich mir einfach die Sachen runterladen, auch für Mathe ging das. Bei meinem mündlichen Spanischfach geht das logischerweise nicht, weil die Lehrer da selbst entscheiden können, was sie rannehmen. Aber da habe ich auch mal meinen Lehrer gefragt, beziehungsweise habe da einfach aus meinen ganzen Notizen im Unterricht rausgearbeitet, was die Oberthemen sind. Des Weiteren könnt ihr auch in euren Büchern nachgucken und einfach vorne mal lesen, was alles in der Oberstufe rankommt, weil wir haben ja immer Bücher für 2 Jahre, beziehungsweise dann für 3 Jahre für Leute, die 13 Jahre machen, glaube ich. Und da stehen dann vorne einfach alle Themen drin, die in der Oberstufe rankommen. Und da habe ich mir zum Beispiel bei Spanisch einfach rausgeschrieben, was sie im Unterricht alles behandelt haben. Dieser Rahmenlehrplan ist meistens ziemlich lang. Ihr könnt auch einfach auf die letzte Seite skippen und dann ganz genau sehen, was im Abitur rankommt. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich mir wirklich auch alle Anforderungen durchgelesen habe, die auch methodisch gelten. Weil zum Beispiel gerade in Politik, was ich im Leistungskurs gewählt habe, geht es auch nicht nur um den Inhalt, sondern auch darum, wie wir uns ausdrücken können, wie wir bewerten können und einfach diese ganzen methodischen Sachen, die habe ich mir auch mal angeguckt. Was ich gemacht habe mit all meinen Themen, ist, dass ich ein Ampelsystem verwendet habe. Das mache ich sehr oft, wenn ich für Klausuren lerne. Und zwar hat man dann wie eine Ampel 3 Farben, rot, gelb, grün. Mit diesen 3 Farben, das könnt ihr ganz einfach mit Textmarker machen oder ihr macht es einfach digital, markiert ihr jetzt ganz genau, wie gut ihr in dem Thema jeweils seid. Zum Beispiel weiß ich ganz genau, dass ich in Mathe, in Analysis besser bin als mit Geometrie. Das heißt, ich kann Analysis zum Beispiel grün markieren, Stochastik mit gelb ist so naja und Geometrie mit rot, weil ich da noch nicht so gut bin. Ich würde das aber noch mehr runterbrechen und dann ganz genau sagen, was von den Sachen kannst du gut, weniger gut oder noch gar nicht gut. Und das ist bei Mathe tatsächlich ziemlich, ziemlich viel, habe ich gemerkt. Aber ich habe mir dann wirklich jedes einzelne kleine Thema angeguckt, auch wenn das kleine Thema irgendwie nur ist, Ableitungen bilden. Und habe genau markiert, wie gut ich in dem jeweiligen Bereich bin. Das ist nämlich für den nächsten Schritt total essentiell. Weil klar können wir jetzt verschiedene Tage markieren und sagen, hey, ich lerne jetzt da und dafür Mathe, dann dafür Englisch, dann dafür Politik und so weiter. Aber wir müssen individualisiert und schwächer basiert lernen. Denn nur so können wir gewährleisten, dass wir nicht durchfallen und zumindest ein ganz okayes Abitur schreiben. Und wenn du immer wieder Dinge lernst, die du schon kannst und du diese Dinge wieder reproduzierst und priorisierst und wiederholst, bringt das nicht so viel, weil dann kommt genau das nicht ran, was du kannst. Und wenn du bei allen Bereichen erstmal ein grundlegendes Wissen hast, wirst du zumindest wahrscheinlich schon mal bestehen. Meine Idee ist es, dass wir schwächenbasiert lernen und die Bereiche, die noch nicht so gut sind, priorisieren und die, um denen am meisten Zeit widmen. Da finde ich es auch ganz wichtig, dass wir unseren Lernplan immer wieder updaten, weil vielleicht wirst du auf einem auf einmal Experte und muss es dann nicht mehr so oft wiederholen. Wenn du zum Beispiel für ein grünes Thema, so nenne ich das jetzt einfach mal, 3 Tage lernen möchtest, würde ich für ein rotes Thema vielleicht 5, 6, 7 Tage lernen. Das musst du einfach ganz individuell für dich gucken, wie lange du da brauchst. Was ist denn das jetzt überhaupt hier für einen Lernplan, den ich habe? Ich habe mir gedacht, dass mir 2 Monate fürs Lernen auf jeden Fall reichen werden. Ich habe auch Freunde, die haben schon im Dezember angefangen zu lernen. Sogar ziemlich viele Freunde, die haben im Dezember angefangen, aber ich glaube daran, dass ich es auch schaffe, wenn ich jetzt nur
auch 2 Monate lerne, obwohl das auch schon eigentlich eine ziemlich lange Zeit ist. Und zwar fängt mein Lernplan dann an am 27.02., also in der letzten Februarwoche fängt der Lernplan an. Und ich habe jetzt die verschiedenen Farben drin. Und zwar habe ich jedem Abiturfach von mir eine Farbe gegeben. Bei mir ist Mathe rot, Englisch grün, Politik blau und Spanisch ist gelb. Und dann seht ihr hier schon verschieden markierte Tage. Und ich habe mir das einfach so eingeplant, dass ich wirklich für das Fach, wo ich am schlechtesten bin, das ist bei mir Mathe, die meiste Zeit eingeteilt habe. Für Englisch habe ich tatsächlich auch nur 5 Tage Wiederholung eingeplant und dann vor dem Englisch-Abi 4 Tage nochmal. Weil ich habe mir vorgenommen, dass ich vor dem jeweiligen Abi die 3 Tage davor mich nur auf dieses Fach konzentriere. Weil ich habe glücklicherweise zwischen jedem, oder ich gucke mal ganz kurz, zwischen jeder Prüfung habe ich mindestens 4 Tage dazwischen. Das ist voll gut. Das heißt, dass ich mich da wirklich nur auf das Fach dann konzentrieren möchte. Wie ihr jetzt eure Tage einteilt, würde ich ganz euch überlassen, weil da sind wir alle anders. Ich zum Beispiel nehme Spanisch Nachhilfe, wobei Nachhilfe immer ein bisschen komisch klingt, weil ich habe 15 Punkte in der 1 Plus in Spanisch. Aber ich möchte mich gerne besser darauf vorbereiten und immer mal wieder in den Flow kommen, Spanisch zu reden. Weil ich habe Angst, dass ich dann nie Spanisch rede und dann in der Prüfung sitze und ich weiß, wie ich reden soll. Deswegen habe ich einmal die Woche Abiturvorbereitung, Nachhilfe, whatever, habe ich halt immer Mittwochabends. Deswegen habe ich mir den Mittwoch immer geblockt für Spanisch. Das Wochenende habe ich mir immer genommen für Mathe und habe dann verteilt auch noch Tage für Politik und Englisch eingeteilt. Wie gesagt, für Englisch habe ich insgesamt nur 5 Tage, für Politik habe ich da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ungefähr 2 Wochen. Seid da am besten aber nicht zu optimistisch, weil es wird auf jeden Fall Tage geben, an denen ihr nicht lernen könnt. Wie oft habe ich mir schon Lernpläne geschrieben und habe sie dann wieder über den Haufen gefahren, über den Haufen geworfen, sagt man, über den Haufen geworfen, weil ich das nicht einhalten konnte. Deswegen habe ich mir auch schon am Anfang direkt Termine rausgeblockt, wo ich weiß, ich werde dann nicht lernen können. Das ist zum einen mein Geburtstag am 19. April, 2 Wochen vor meiner Prüfung. Auch meine Geburtstagsfeier am Wochenende habe ich mir rausgeblockt, da werde ich eher nicht lernen wahrscheinlich. Dann habe ich noch eine Klausurenphase direkt in Q4, also noch eine Klausurenphase vor dem Abitur. Da habe ich auch ein bisschen weniger Zeit eingeteilt und ich habe einmal Ferien und bin verreist. Da habe ich mir sogar mehr eingeteilt. Lol. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, wie ich bisher für meine Klausur nochmal gelernt habe, dass ich es sogar geschafft habe, in meinem Vorabi in 3 von 4 Fächern 15 Punkte zu kriegen, dann folgt mir auf jeden Fall für weitere Videos. Wie gesagt, ist alles komplett kostenlos. Klick einfach auf den Abonnier-Button und du bist sofort dabei. Denn wie gesagt, ich werde euch hier ganz genau bei meiner Abiturreise mitnehmen, immer genau Updates geben, damit ihr das nachmachen könnt und euch inspirieren lassen könnt, falls ihr das wollt. Und mich mega freuen, wenn du mit dabei bist. Deswegen vergesst nicht zu abonnieren. Ich freue mich sehr auf das nächste Video. Bis dann!